Dame. Ja, Und da wären wir auch schon wieder. Damit ihr Bescheid wisst. Ich sollte aufhören, das Video noch laufen zu lassen. Damit ihr Bescheid wisst, ich war gerade weg, kurz im neuen Lager und habe mir neue Zauber gekauft. Weil die alten ja offensichtlich nicht funktionieren. Da war aber auch ein so ein cooler dabei. Ich glaub, ja, der da, den will ich ausprobieren. So, und jetzt probieren wir mal, ob wir diesen Feuergolem endlich killen können. Also ich bin jetzt wirklich nochmal legit ins neue Lager zurückgelatscht. Und hab ihr Spruchrollen gekauft und wieder hergekommen. Also nicht gelatscht, sondern teleportiert, aber ist halt wieder hierher gelatscht. So. Yeah, jetzt funzt. Au. Wenn du dich nicht bekehren lässt, werde ich dich vernichten. Oh, was? Bitte? Mana? Finally, Alter. Herz eines Feuergolems. So, jetzt habe ich Windfaust, Feuerball und Eisblock quasi umsonst gekriegt. Beschweren kommen sich da mehr oder weniger. So. Heiko. Das sah aus, als wäre das zu. Hätte ich auch von der anderen Seite hinlatschen können. Was gibt's denn hier noch? Feuerwaran. Ne. Alles klar. Muss ich mir aber merken, jetzt habe ich ja theoretisch für jeden Golem was, außer dass dieser Eisblock bei Feuergolem irgendwie nicht funktioniert. So. Sagen wir mal Hallo zu Xardas, würde ich sagen. Erstmal ein bisschen Käse stecken. Die ganzen Boten, die an dem Turm verreckt sind, haben wahrscheinlich erstmal den ersten Golem geschafft. Halleluja. Moment, wer spricht hier? Du sprichst zu mir. Wie kommst du in meinen Kopf? Du bist was? Der Diener deines Herrn? Du erscheinst mir eher wie eine Kreatur der Hölle. Ich soll schweigen. Heißt dein Herr und Meister zufällig Xardas? Junger Vater, ey. Namen sind also unwichtig. Okay. Ich gehe einfach mal davon aus, dass das hier der Turm von Xardas ist. Ich muss mit deinem Meister sprechen. Ich? Unwürdig? Was für ein Test. Ah,
Ich verstehe. Wer dein Meister sprechen will, muss sich würdig erweisen. Moment, wie war das? Der Beweis? Sieg über was? Sieg über die Elemente. Stein. Eis? Feuer. Schon geschehen. Ich habe hier das Herz eines Steingolems. Was? Aha. Ein würdiger Beweis. Fehlen? Das ist ja mega geil. Zwei fehlen noch. Ist dieses Herz eines Eisgolems ein Beweis? Die Dualität. Der zweite Beweis. Einer bleibt noch? Was ist mit diesem Herz eines Feuergolems? Bekommenheit? Ich bin würdig. Wenn das so ist, dann wünsche ich jetzt, deinen Meister zu sprechen. Gegenbeweis. Was für einen Gegenbeweis? Eine Rune. Eine Rune für mich. Nun, dann nehme ich die Rune der Teleportation als Zeichen der Würde an mich. Sterblicher? Wer, ich? Ich gehe ja schon. Ich glaube, ich ob der Golem mich angreift, Golem sei schon, Dämon mich angreift, wenn ich an eine Truhe gehe. Offensichtlich nicht. Wusste ich aber gar nicht, dass man hier mit einem Golem quatschen kann quasi. Ach so. Ich komme zu Xalas nur, indem ich mich teleportiere. Witzig, dass sie in Gothic 2 komplett auf Leitern verzichtet haben anscheinend. Fragt sich nur warum. Wenn ich da jetzt gleich runterfalle, ich raste aus. Okay. Alles gut. Wer wagt es, meine Studien zu unterbrechen? Mein Name ist... Ich will deinen Namen nicht wissen. Er ist unwichtig. Wichtig ist nur, dass du der Erste seit vielen Jahren bist, der meine Golem-Rätsel gelöst hat. Kein Geschehen. Gab es andere Besucher? Nicht viele. Und als sie mir lästig wurden, machten sie Bekanntschaft mit einem meiner höheren Wesen. Du bist wohl gerne ungestört, was? Die Feuermagier sind alle tot. Gomez hat sie ermorden lassen. Das wundert mich nicht sonderlich. Diesen dummen, barbarischen Schlechtern in der Burg, allen voran Gomez, war noch nie zu trauen. Koristo und die anderen Magier haben sich ihren Henker selbst gewählt, als sie Gomez damals halfen, die Macht an sich zu reißen. Der sogenannte Schläfer soll ein übler Erzdämon sein. Das hat die Bruderschaft im Sumpf herausgefunden. Die Wassermagier glauben nun, dass wir alle in der Kolonie in großer Gefahr seien. Die Gefahr ist größer, als irgendjemand innerhalb der Barriere erahnen kann. Saturas schickt mich. Wir brauchen deine Hilfe. Die Wassermagier wollen ihren großen Erzhaufen. Der Erzhaufen ist nicht die Lösung. Nein? Nein. Wenn die Sprengung des Erzhaufens die große Gefahr nicht beseitigt... Vergiss den großen Erzhaufen. Seine Energie wird die Barriere nicht sprengen können. Hätten Koristo und Saturas in den letzten Jahren weniger Zeit für ihre törichten und eitlen Streitereien verschwendet, dann wüssten sie jetzt vielleicht auch das, was ich weiß. Was denn? Keiner der 12 Magier von damals scheint sich je gefragt zu haben, warum die Erschaffung der Barriere außer Kontrolle geriet und sie diese riesigen Ausmaße annahm. Hast du es herausgefunden? Eins ist auf jeden Fall klar. Die Antwort liegt tief unter der Stadt der Orks. Die Stadt der Orks?
Die Orks sind nicht etwa, wie viele glauben, Tiere. Ihre Kultur reicht fast ebenso weit zurück wie die der Menschen. Vor vielen hundert Jahren beschwörten 5 Ork-Schamanen einen uralten Erzdämonen, um ihrem Clan die Macht zu verleihen, ihre Feinde zu vernichten. War dieser Erzdämon der Schläfer? Diesen Namen gaben ihm die Orks erst viel später. Doch warum sie das taten und warum sie heute vor diesem Überwesen in Furcht erzittern, werde ich dir nicht erzählen. Warum nicht? Ich glaube, du könntest der... Nein. Um mir ganz sicher zu sein, musst du noch eine weitere Aufgabe lösen. Was für eine Aufgabe? Hör gut zu. Die Orks haben einen ihrer Schamanen aus ihrer Stadt verbannt. Warum haben sie ihn verbannt? Das konnte der sterbende Ork-Krieger, der von einem meiner Dämonen befragt wurde, nicht mehr von sich geben. Was hat dieser Ork-Schamane mit meiner Aufgabe zu tun? Er wird dir den fehlenden Teil der Geschichte über den Schläfer erzählen. Ein Ork-Schamane wird sich wohl kaum mit mir unterhalten. Willst du nun meine Hilfe oder willst du sie nicht? Doch schon, aber... Dann stelle meine Worte nie wieder in Frage. Suche den Schamanen. Er ist nicht gut, auf seine Brüder in der Orkstadt zu sprechen. Also wird er dir vielleicht zuhören, bevor er dich zu einer lebenden Fackel macht. Sehr beruhigend. Wo hält sich dieser Verbannte auf? Gehe zum alten Kastell, östlich von hier. Es ist nicht zu übersehen, denn es steht auf dem Gipfel eines hohen Berges, der schon von Weitem zu sehen ist. Kann man es so einfach betreten? Es wird zwar noch altes Kastell genannt, aber genau genommen stehen da nur noch... Die oh lol, das ist die Ruine. Es ist schon seit vielen Jahrzehnten eine Ruine. Ich werde mir die Antworten von diesem Schamanen holen. Mein Diener hat dir ja bereits eine Teleportationsrune für das Pentagramm einen Stock tiefer gegeben. Damit sollte es kein Problem für dich sein, wieder hierher zurückzukehren. Ich suche Martin. Was sagt der denn? Ja, die Rune für Untote vernichten ist auch nicht schlecht. Okay, dann. Also eine ganz blöde Frage. Wie komme ich denn aus dem Turm wieder raus? Moment. Muss ich in das Wasser da hüpfen? Okay, erstmal speichern. Ich habe ja nur eine Rune zu Xardas. Das hat nicht funktioniert. Vielleicht wenn ich ins Tiefere... Spring! Ja, da ist tiefer. Hat trotzdem nicht geklappt. Das ist ja mal mega dumm. Ich muss mal kurz was gucken. Ich google jetzt mal spaßeshalber Gothic 1 aus Xardas Turm entkommen. Gothic 1 Xardas Turm verlassen. Musik
Ich habe mich, wenn ich mich nicht irre, entweder über Teleport oder über den Marvin-Modus auf den weiteren Weg gemacht. Mit gezogener Waffe. Das? Oh Gott. Ey, ich habe mich die ganze Zeit versucht, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie man diesen Bug-Dinger macht. So. Und jetzt machen wir uns auf den Weg dahin. Ich find's witzig, dass es jetzt fast keine Nebenquests mehr gibt. Gefühlt, oder entweder gibt es die nicht, oder ich finde die einfach nicht. Ich rede auch ehrlich gesagt nicht mehr so viel mit den Leuten. Nee, da muss ich hin. Alles klar. Also in Zukunft, wenn ich irgendwo runter muss, schnell und das einfach nur übelst viel Laufzeit wäre, mache ich einfach das. Also stell dir mal vor, ich hätte das am Anfang gemacht. Da, wo wir eine riesen Runde laufen mussten, einfach nur um den scheiß Fokus zu finden. Ich mir so viel Zeit gespart. Naja. Warum auch immer Xardas weiß, wo sich dieser Typ aufhält, aber das ist eine andere Story. Noch einen anderen Aufstieg. Nicht gut.
Schnell den Hammer ausrüsten, schnell den Hammer ausrüsten, schnell den Hammer ausrüsten. Okay. Dank Schulden, Fremder. Böse Orks töten wollen mich. Alte Brüder seien heute Feinde. Wer bist du? Name Urshak, sein Sohn von Geist. Menschen nennen Schamane. Woher kannst du unsere Sprache? Urshak gewesen Sklave bei Menschen in Mine. Sein gelaufen weg, seien viele Winter her. Du warst Sklave in der Mine? In welcher Mine? Mine gewesen mit Dorf in Kessel darüber. Warum kämpfen deine Stammesbrüder gegen dich? Urshak, gefallen in Ungnade, haben beschmutzt Ehrfurcht vor Krushak. Glauben, Krushak sei ein böser Dämon. Was heißt Krushak? Menschen sagen, schlafen. Du meinst Schläfer? Ja. Menschen sagen Schläfer. Was weißt du über den Schläfer? Fünf Brüder seien gewesen, seien viele Winter vorher, waren Söhne von Geist, wie Urshak. Fünf Schamanen also. Haben gerufen, Krushak! Haben besiegen wollen, Clan von Feind. Fünf Brüder von damals haben gebaut Tempel in Erde für Krushak. Ein unterirdischer Tempel zu Ehren des Schläfers. Das muss Xardas gemeint haben mit unter der Orkstadt. Was passierte dann im Tempel unter der Erde? Brüder von damals haben gegeben Herz für Krushak. Aber Krushak gewesen böse. Krushak verfluchen alle, die bauen Tempel. Brüder ohne Herz, nun sein Tod und lebendig. Sein beides. Krushak haben Herz von Brüder. Herz sein Kraft für Krushak. Was passierte mit den Arbeitern, die den Tempel erbauten? Krushak verfluchen alle. Auch die gewesen Arbeiter seien allen tot und lebendig. Haben die Orks an der Oberfläche nichts unternommen? Haben verschlossen Tempel. Brüder von heute anbeten Krushak. Krushak bekommen Opfer, damit nicht werden böse. Urshak-Opfer finden falsch. Haben gesagt Krushak böse. Brüder wollen nicht hören. Brüder sagen Urshak gehen. Brüder schlagen Urshak. Oh Mann. Ich muss in den unterirdischen Tempel. Warum tut mir der so leid? Urshak sagen Dank zu Fremder. Fremder retten Urshak. Aber Eingang von Tempel in Heimat. Urshak nicht können gehen Heimat. Verstehe. Sie lassen mich nicht mehr in die Orkstadt zurück. Kannst du mir sagen, wo auf meiner Karte hier die Orkstadt ist? Heimat von Urshak sein, wo Karte nicht bemalt. Fremder geben Karte, dann Urshak machen Karte fertig. Erstaunlich, du bist ein guter Kartenzeichner. Danke. Nun, dann muss ich mir den Weg wohl freikämpfen. Brüder in Heimat seien sehr stark. Brüder seien sehr viele. Fremder nicht gehen. Viele Krieger. Fremder sterben. Andere Söhne von Geist in Heimat machen fremde Feuer. Dann Fremder sterben. Okay, aber ich muss einen Weg in den Tempel finden.
Urshak keinen Weg. Fremde tragen Ulumulu. Ulumulu? Was ist ein Ulumulu? Seien Standarte der Freundschaft. Brüder respektieren Ulumulu. Fremde tragen Ulumulu, dann Fremde nicht sterben. Wo bekomme ich ein solches Ulumulu her? Fremde gehen zu Freund von Urshak. Freund von Urshak geben Ulumulu. Fremde tragen Ulumulu, dann Fremde nicht sterben. Ja, das mit dem Nichtsterben habe ich verstanden, aber wo finde ich deinen Freund? Freund von Urshak seien in Mine von Menschen. Freund damals nicht laufen weg mit Urshak. Freund damals gewesen krank. Ah. Warst du in der freien Mine gefangen? Urshak gefangen in Mine und der Dorf in Kessel. Urshak glauben, Menschen nennen so. Danke für deine Hilfe. Urshak danken, Fremde. Fremde retten Urshak. Fremde nun Freund von Urshak. Freund nehmen Geschenk. Nehmen Talisman von Urshak. Talisman schützen vor Atem von Feuerwaran. Urshak nicht können gehen Heimat. Urshak nun hier wohnen. Freund kommen, wenn brauchen Hilfe. Vielleicht werde ich auf dein Angebot zurückkommen. Wie geht es dir, mein Freund? Urshak sein gesund. Urshak suchen eigenes Ulumulu. Vielleicht Urshak gehen Heimat mit eigenes Ulumulu. Freund kommen, wenn brauchen Hilfe. Pass auf dich auf. Oh, er ist so cool. Er ist wirklich cool. Der kleine süße Ork, Bro. So. Dann Teleport zu den Wassermagiern, würde ich sagen. Ach, fick doch die Bitch ab, ey. Warte mal, Schutz vor Atem von Feuerwaran. Schutz vor Feuer 20. Oh, beschweren kann man sich da. Ja, wobei, wir gehen erstmal zu Xardas. Ganz ehrlich, Leitern, ich bin so froh, dass die nicht mehr da sind. In Gothic 2 dann. Ich habe mir die Antworten von Ork-Schamanen geholt. Gut, dann berichte. Die fünf Ork... Das ist richtig. Und dann die Orks... Hast du einen Weg Ja, es gibt da... Keine Einzelheiten. Begib dich zum unterirdischen Tempel. Dort... Ich verstehe nicht. War es nicht die Zerstörung der... Richtig, aber... Dann geh. Es ist schon genug Zeit. Gut, dass du kommst. Du hast auf mich gewartet. Warum? Gorn bat mich, dich bei deinem Auftauchen hier sofort zu ihm zu schicken. Was ist los? Er hat einen Plan zur Befreiung der besetzten Mine. Bewacht er noch den Zugang zur Mine? Ja. Bitte suche ihn so schnell wie möglich auf. Kann ich mit dir noch über Xardas reden? Ja, Mann. Die ganze Sache ist anders, als du denkst. Was heißt anders? Er muss einen Weg finden, wie wir den Erzhaufen sprengen können. Der Erzhaufen, der ist mittlerweile sehr groß. Suche Xardas. Er muss uns helfen. Mögest du... Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Das ist eben so. Wahrscheinlich hast du recht. Erstmal abwarten. Ja. Moin, Lee. Ja, wenn du meinst. Hallo. Hallo. Was? Sie sind. Es war doch klar, dass.
Ich darf nicht vergessen, ich will irgendwann noch ins alte Lager. Vielleicht gibt's eine Quest, wo man mit Lee zusammen ins alte Lager kann und dann einfach da alle abräumt. Das wird da nicht so Bock drauf. Ganz ehrlich. Fick Gomez, fick das alte Lager. Ich bin doch kein Fan. Die neuen Lager waren dem Kartell immer treu. Und wer dem Kartell treu ist, dem gibt das Kartell was zurück. Koranga ist jetzt quasi... Koranga ist mein Boss, aber ich bin schon ein hohes Tier im Kartell, ja. Hohes Tier bin ich da. Und wenn ich sag, die haben das verdient, dann haben die das verdient. So einfach ist das. Und ich guck gerade auf die Uhr. Wir sind 30 Sekunden drüber. Also dann, nächster Part, räumen wir die Mine aus und dann schauen wir weiter.